Bass, mal geht es hoch, mal geht es runter. Host und Bass, das ist eine Definition. Ich werde Ihnen sagen, was meine Definition ist. In der Host fragt der kleine Junge seinen Vater, was ist das, Papa, Host ja. und Bass? Host, das ist Champagner, Mercedes, schöne Frauen. Und die Bass, mein Liebster, das ist die U-Bahn, ein Glas Bier, deine Mama. Das ist das. Haben Sie Wirtschaft studiert? Wollten Sie schon immer Ich habe Wirtschaft studiert, aber mein Diplom ist versteckt. Und ich schaue es mir nicht einmal an. Ein Wirtschaftsdiplom ist nicht null, sondern negativ. Was man an der Uni Volkswirtschaft lernt, ist absolut Nonsens. Nicht null, es ist negativ. Die Professoren sagen hinter meinem Rücken natürlich, sie kommen zu meinen Vorträgen, in der ersten Reihe sitzen, ja. aber hinter meinem Rücken sagen, der Costolani ist doch ein Scharlatan. Ich sagte den Studenten, ich weiß es, dass man sagt, aber lieber bin ich ein guter Scharlatan als ein schlechter Professor. Und damit habe ich gesagt. Ich selber verfolge auch jeden Tag die Börse und ich arbeite sogar ehrenamtlich noch ein bisschen, um an der Börse den einen oder anderen Tipp zu geben. Und ich weiß nicht, ob Sie mal Gelegenheit hatten, Sie leben ja in Paris, das zu sehen. Ich möchte es Ihnen gerade mal zeigen, unsere Börsentipps für unsere Zuschauer. Ja, die Börse reagierte zunächst einmal verschnupft auf die Ankündigungen der Deutschen Bank hier, was dazu führte, dass einige Anleger große Gewinne machten und andere große Verluste. Das Ganze regelte sich dann etwas, als man hier in Frankfurt erfahren hat, dass es ja auch noch Börsen in New York, in Tokio und in Singapur gibt, die es nicht nur gibt, sondern die auch noch aufmachen. Und dort ist überraschenderweise der Dollar mal stark, mal schwach. Das führte dazu, dass einige Experten hier geraten haben, die guten Aktien zu behalten und die schlechten zu verkaufen. Ich sehe gerade, hier gibt es Neues vom Rentenmarkt. Das ist der schwarze Freitag, der an Börsen immer mal wieder auftauchen kann. Danke, Freitag. Und auch auf dem Rentenmarkt sieht es eigentlich aus, dass es die Sau raus. Das war das Erste. Zurück ins Studio. Haben Sie denn Börsenmakler, die für Sie arbeiten? Oder rufen ich habe mehrere, Sie an? Ich habe viele. Aber Sie dürfen mich nicht anrufen. Nein. Ich rufe Sie an. Ich habe den Maklern verboten, mich anzurufen. Und besonders, wenn Sie bei meiner Siesta stören. Ja. Und noch besonders, wenn Sie mir eine Krach annoncieren, da arbeite ich nicht mehr mit Ihnen. Sie dürfen mir keine Nachrichten bringen. Ich bin ein permanenter Optimist. Obwohl ich große Watschen in meinem Leben schon bekommen habe. Aber woher sollte ich die Erfahrung haben ohne Watschen? Wann war denn so der letzte große Crasher, wo ich sage, oh Gott, das hätte ich vielleicht... Großes Crash? Ja, für Sie persönlich. Also, es war ein Crash für mich, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe es überschlafen. Ach so, ja. Ich bin ja sehr getrennt dazu, wissen Sie. Ja. Ich muss nicht Schlafmittel nehmen. Ich muss nur mein Hörgerät aus dem Flur nehmen. Ja, ja. Und dann bin ich schon nicht mehr. Nein, nein. Es ist schon eine sehr böse Sache, die Börse. Und dann natürlich, ich bin auch abergläubisch ein wenig. Das muss jede Börse anders sein. Denn so sicher eine Sache ist, so schön aufgebaut, mathematisch und logisch, und trotzdem ist es anders. Und dann sagt man, ich habe Pech gehabt. Ja. Kein Glück. Und wenn man das Wort schon Pech ausspricht oder Glück, dann ist man schon abergläubisch. Ich bin auch fromm. Ich bete abends und bete morgens. Ich war heute schon im Dom und habe eine Kerze angezündet. Hier, absolut. Bei uns in Köln. Und Aberglaube, was heißt das, dass man irgendwie auf Aberglauben Holz klopft? Ist oder? Irgendwie mal das Schicksal. Ja. Das Schicksal. Und wissen Sie, es ist so, der Abendmann ist einmal richtig, einmal nicht richtig. Es ist so wie in einem alten ungarischen Witz, wo man fragt, was ist das, ein konsequenter Mensch oder ein unkonsequenter Mensch? Sagt der konsequente Mensch, sagt heute so, morgen so. Der unkonsequente, heute so, morgen so. Ja. Das ist so. Aber ich glaube genauso. Also Sie haben da keinen Talisman oder dass Sie sagen... Oh, so. Ja. Talisman habe ich viele.
Und sogar bei mir, da hängen einige. Und dann in meiner Tasche habe ich einen heiligen Antonius aus Padua. Es wurde zweimal gesegnet. Einmal von dem Papst Johann der 23. und einmal von dem Erzbischof von Paris, Kardinal Lustige. Und da ist ein kleiner Antonius drin. Den habe ich immer. Immer. Ja. Und wenn ich ihn manchmal verliere, bin ich sehr unglücklich. Aber er bringt Glück und ich finde ihn auch wieder. Ja. Hauptsache, man glaubt dran. Ja. Aber andere glauben wir. Und zwar zum Beispiel. Ja. Sehr oft spricht man von Krach, Krach, Krach. Ja. Ich sage, da muss man definieren, was man Krach nennt. Ja. Was ist das Krach? Was ist Krach? Das ist ein Wort, was nicht synonym, sondern imitiert das Wort Krach, wenn etwas kracht. Zum Beispiel, schauen Sie, sehen Sie das? Ja. Das ist der Krach. Und dann bringen Sie die Rolle. Schauen Sie. Ja. Und dann nehme ich so eine Scherbe. Ja, das ist zu groß. Das ist zu groß. Ist zu groß? Ja. Oh, das ist zu groß. Und dann, aber dann glaube ich an den alten Satz, Scherben bringen Glück. Vorsicht, nicht schneiden. Sehr. Herr Costolani, das würde ich Ihnen auch empfehlen. War ein wunderbares Erlebnis, dass wir Sie hier zu Gast haben durften. Das ist sehr leicht. Ja? Alles Gute, bleiben Sie gesund. Januar 2000, erinnern Sie sich. Jawohl, wir werden es nachlesen und dann sind Sie wieder bei uns. Ja. Ich danke Ihnen. André Costolani und gleich Sabine Sauer. Bis gleich. Vielen Dank. Da haben Sie es auch mal gesehen. 91 Jahre alt, meine Damen und Herren. André Costolani. So fit. So schnell. Eine großartige Leistung, ein sehr, sehr beeindruckender Auftritt.